Hallo und herzlich... Boah, die Sonne scheint. Es ist übertrieben hell draußen, oder? Hallihallo und herzlich willkommen zu unserer wunderschönen Villa hier im Land, in das wir ausgewandert sind, meine Freunde. Beziehungsweise die Insel. Tobi, wo sind wir in? Madeira. Wohin wir? Nicht ziehen, weil das ein Airbnb ist. Wir zeigen euch jetzt die Villa, die wir uns hier gekauft haben tatsächlich. Gemietet haben. Gekauft haben tatsächlich. Gemietet. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Komm mal mit. Hier sieht es gerade sehr traurig aus, bin ich ehrlich. Hier, meine Freunde, ist tatsächlich das gruseligste Schlafzimmer von allen. Hier hat tatsächlich jemand versucht, eine Nacht zu verbringen und es hat nicht geklappt, weil die ganze Zeit aus diesem Raum gruseliges Klopfen kam und wir bis heute nicht wissen, was dahinter ist. Es ist die Garage, aber irgendwie bewegt sich daran irgendwas und das ist nicht ganz koscher. Deshalb schläft Max jetzt oben, wir mussten ein bisschen Zimmer zusammenlegen. Aber wenn wir hier die Tage irgendwann mal Gäste haben sollten, dann könnt ihr hier im Horrorzimmer schlafen. Es ist wirklich, lass uns hier ganz schnell rausgehen, dann brauchen wir eine böse Aura. Genauso eine böse Aura, meine Freunde, hat Schuhe aus, Tobi. Schuhe aus. Nicht auf die Matte mit den Schuhen! Genauso eine böse Aura hat das Dojo, meine Freunde. Wir haben uns natürlich extra als Gruppe hier zusammen ein bestimmtes Airbnb ausgesucht. Wir haben uns extra ein Airbnb rausgesucht, wo viel Kampfsport gemacht wird und wir natürlich als Gruppe dann auch deutlich besser gemeinsam kämpfen und voneinander lernen können. Actually wussten wir nicht, dass dieser Raum, also der existiert halt einfach, hier sind Judomatten und hier ist eine Klimmzugstange, die ganz cool ist, da kann man sich dann hochziehen. Und an sich ist alles soweit echt super. Hier vorne haben wir dann tatsächlich noch richtig nice den Billardtisch, auf dem man cool spielen kann. Da kommt jetzt ein cooler B-Roll rein. Achtung! Nein, wir haben schon einen mega guten B-Roll. Können wir jetzt den richtigen B-Roll reinmachen? Ja. Ein Zockertable, ein Sofa hinter dem. Die Wand fehlt. Und natürlich eine Boxbühne. Das ist hier unten dann quasi unser Activity Room. Und dann haben wir noch Bänder. Und da ist ein Badezimmer. Und da habe ich auch mal gekotzt. Das Wasser getrunken, aber es voller Chlor ist, nicht machen. Gehen wir wieder nach oben, meine Freunde. Wir haben übrigens eine Regel. Wer auf der Matte ist, der wird bekämpft. Du weißt, dass die Regel existiert. Halt dich dran. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal die Etage nach oben. Hier. Da ist nichts. Genau. Hier vorne haben wir zwei Katzen. Ich bin ja allergisch dagegen. Also für die, die wissen, dass dieses Haus tatsächlich eine alte Kathedrale ist, ja? Digga, das stimmt doch auch nicht, Sebastian. Du kannst nicht irgendwelche Sachen und so Fakten rausziehen. Aber wo kommen denn diese farbigen Fenster her? Ich hab einfach Lust auf farbige Fenster. Fragt man sich dann, oder? Es ist keine Kathedrale gewesen. Es ist aufgeklebt. Geh bitte hoch. Sebastian, geh bitte hoch. Es ist einfach aufgeklebt. Echt jetzt? Ja. Wow. Ja, hier kommen wir dann nach oben, meine Freunde. Da haben wir hier einen wunderschönen offenen Bereich, ja? Hier haben wir. Kannst du bitte ein bisschen weiter weg von der Kamera immer gehen? Unser modernstes Videosystem. Das ist kein Videosystem. Hier ist dann unser Chill-Out-Bereich. Hier chillen wir immer. Da ist Julius, da ist Elif. Cool. Hier vorne ist, also Julius ist, der kennt ihr ja, der hat ja der Fan von Kevin, ne? Der Editor, der Cutter. Und Elif arbeitet bei uns im Management. Und hier haben wir einen Kamin. Ich wusste nicht, dass der aufgeht tatsächlich bis gerade eben. Hier ist unsere Sitzecke, hier sitzen wir abends und reden über die neuesten Bücher. Haben wir noch nie gemacht. Dann haben wir hier, wer war das? Was? Okay, ganz kurze Story. Hier liegt eine Fliege unter einem Glas, die ist gestern leider Gottes gestorben, weil jemand, der gerade nicht die Kamera bedient, sie ins Gefrierfach getan hat und dachte, wir könnten sie mit einem Zahnseide dazu bringen, dass wir mit der Fliege Gassi gehen können. Okay, es war nicht meine Idee. Wir wollten Gassi hintergehen, an die Fliege ist einfach erfroren. So viel dazu, hier ist unsere wunderschöne Küche. Dann haben wir hier vorne tatsächlich, meine Freunde, was ganz, ganz Tolles. Und zwar ist hier unser privates Saloon drin, ne? Ja, nur für echte Cowboys, sorry. Fass mich nicht an. Wir gehen weiter, meine Freunde. Hier geht's dann. Hier ist nochmal ein Badezimmer, relativ nice. Hier ist tatsächlich unser erstes Master-Bathroom. Ja, hier wird geduscht, da wird gekackt. Und das verstehe ich nicht. Ich glaube, das ist ein Pissoir für Kleinwüchsige. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ultra aufwendig, da eine Kackwurst rauszuspülen. Das dauert ein bisschen. Dann haben wir hier, meine Freunde, den wunderschönen Bereich von Dave und mir. Dave hat sich heute extra für mich rasiert. Hier schlafen Dave und ich zusammen in einem Bett. Und das finde ich echt spitze. Dass Dave sich spontan dazu entschieden hat, mitzukommen und jetzt einfach mein Bett für mir wegnimmt. Gehen wir mal nach draußen. Hier draußen ist unser wunderschöner Autobereich. Hier haben wir die Zigaretten von Papa Platte liegen hier noch. Sehr schön. Hier haben wir dann eine Hängematte. Und hier ist unser Pool. Der ist beheizt. Der hat 26 Grad. Und da vorne ist es auch sehr schön. Und hier ist überall Licht. Das zeigen wir euch in den Abendstunden nochmal. Das sieht echt schön aus. Hier ist ein riesiger Abstellraum. Keine Ahnung, was da drin ist. Da gehen wir auch gar nicht erst rein. Und ich würde sagen, wir machen einen kurzen Schwenker und sehen uns an der Treppe wieder. Und hier geht es dann weiter oben auf die Treppe, meine Freunde. Hier haben wir den wunderschönen Bereich mit Glas aus dem Bett. Das ist ein sehr, sehr...
ein sehr, sehr großer Raum, wie man hört. Wie gesagt, eine alte Kathedrale, wie man hier in den Fenstern das sehen kann. Das stimmt immer noch nicht. Hier oben stand damals Jesus tatsächlich. Das hier ist unser Hausstein, ne? Um den kümmern wir uns. Der muss zweimal am Tag. Das ist sau weird. Hier ist eine Person drin, die beim Haus quasi schon mit dabei gewesen ist. Hello, you can go down, okay? You go down? You, yes? Nein, no, no. Es ist halt eine riesige Sprachbarriere und der Mann wühlt in unseren Klamotten die ganze Zeit. Hier haben wir das Zimmer von Tobi. Das ist sehr schön. Hier riecht es extrem. Nee, hier riecht es einfach, als hättest du irgendwie eine Puka-Party hier gemacht. Hier riecht es wirklich scheiße, ne? Tobis Zimmer hier, extrem schön. Dann gehen wir weiter hier. Haben wir noch ein schönes Schlafzimmer. Nein. Wir waren im Schlafzimmer gestern. Hier ist ein Badezimmer, das ist auch echt toll, ne? Das ist eine Badewanne haben wir hier. Findest du den Shot? Ach, Tobi, bitte. Dann haben wir hier vorne ein weiteres Schlafzimmer, ja. Das tatsächlich momentan bewohnt wird von der lieben Julius. Und jetzt Tobi, weil wir zwei Zimmer, wie gesagt, wie in den verfluchten Zimmer im Keller zusammen. Leg mich doch mal. Weil wir zwei Zimmer zusammenlegen müssen. Und hier haben wir auch ein paar Sachen draufgeschrieben, die uns wichtig sind. Bier. Ente, 10, Seriente, Efferente und Interpol. Das sind so ein paar Sachen, die uns halt irgendwie nah sind. Und hier auch, Rock. Julius ist ein großer Rock-Fan, der hat hier seine Lieblingshunde hingehangen. Die hängen halt hier. Ja. Und dann geht's hier weiter in die nächste Master Suite. Ja, und hier haben wir tatsächlich auch wieder ein wunderschönes Badezimmer mit Dusche, kleinwüchsigen Urinal und hier vorne ein Zimmer. Was ich nicht ganz verstehe, dass hier ist ein Spiegel an der Decke. Ja, das ist ein bisschen weird. Hier schläft Elif tatsächlich. Und da fragt man sich doch an der Stelle, warum ist der Spiegel an der Decke? Weil ein Spiegel ist ja eigentlich immer da, wo man sich anschauen soll oder hinziehen. So, jetzt von der Decke hinzuziehen geht ja nicht, ne? Ja, unmöglich ist es nicht. Unmöglich ist es nicht, genau. Genau, ja. So viel zu diesem Zimmer, das ist extrem interessant. Und hier geht's dann wieder nach draußen. Dieser seltsame Mann ist schon wieder weg, der verschwindet die ganze Zeit, das ist sau weird. Hier geht's nach draußen und dann haben wir hier unsere Chill-Out-Area. Und von hier kann man natürlich auch in den Pool reinspringen. Und das ist quasi jetzt unser Haus für die nächsten Monate. Das wird auf jeden Fall krass. 9 Tage sind wir hier. 9 verdammte Monate. Werden wir jetzt hier auf Madeira bleiben? Im Fuhrpark in der geheimen Tiefgarage von Unge. Leute, das ist echt krass. Das ist Security. Eigentlich musste ich, also ich bin knapp eine Stunde zu spät. So Leute, ich zeige euch dann ganz kurz meine Wohnung. Also hier wollte ich super viele Fernseher hinmachen. Hier vorne hatte ich dann vor, tatsächlich eine Ladenwand-Ecke zu machen. Das ist meine kleine Gamer-Küche. Ja, schöne Wohnung, Levi. Danke. Da vorne ist noch ein Zimmer. Hier das Schlafzimmer. Hier ist Badezimmer. Genau. Schöne Füße. Und hier ist meine Badewanne. Also dann. Jetzt nochmal Real Talk. Ich habe dir gestern schon im Video gesagt. Wir sind ja nicht ohne Grund hier. Es ist ja nicht nur alles Spaß und Fun im Leben. Es geht ja auch mal um die ernsthaften Dinge, ne? Deshalb sind wir hier. Simon hat. Es geht um Verkehr. Sag's einfach, wie es ist. Sag's einfach, wie es ist. Zusätzlich dazu geht es aber auch noch um Business-Geschichten tatsächlich. Ach so. Und wir hatten eben wieder einen sehr interessanten Termin, kann man doch schon so sagen. Ich glaube, wir haben uns auch gerade gut ausgetauscht. Ein paar alte Anekdoten erzählt, ne? Dinge von früher. Wie lange warst du beim Termin dabei? Beim Termin? 10 Minuten, ich kam zu spät. Aber der wichtige Termin, der kommt ja scheinbar jetzt noch. Ja, aber dann gehst du ja auch weg. Ne, da komme ich, da bleibe ich doch kurz hier, mal kurz anhören. Aber ich dachte, du gehst jetzt nach Hause und machst eine Roomtour. Ja, gleich dann. Was geht ab? Das war's von dieser wunderschönen Roomtour. Check mal ganz kurz, wie wunderschön das hier draußen ist, wenn es Nacht ist. Ist das irgendwie draußen? Wie viel Grad haben wir draußen? 20? 7. Wirklich? Nein. Aber der Pool hat stabile 26 Grad. Dementsprechend würde ich sagen. Oh nein, wir finden nie ins Wasser. Oh.